Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben und im Studium Generale an der Technischen Universität Ilmenau zu den Einblicken in die Relativitätstheorie. Wir setzen heute fort mit weiteren Schlussfolgerungen der Lorentz-Transformation und beschäftigen uns mit einem bekannten Effekt, nämlich der Längenkontraktion. Und kommen dann zu einem scheinbaren Paradoxon, da ja die Längenkontraktion gegenseitig von bewegten Inertialsystemen gemessen wird. Gut, wir steigen wie immer ein, indem wir zwei Inertialsysteme betrachten, die sich gegeneinander bewegen. Also, wir haben einmal wieder das System S mit den Koordinatenachsen x, y und z und mit den Achsen x, y und z' jeweils das System s'. Und auch dieses Mal bewege sich also dieses System in diese Richtung, in x-Richtung mit der Geschwindigkeit v. Wir betrachten nun einen im System S' ruhenden Stab. Also sowas wie das hier, der Ruhe hier in diesem System S'. Das heißt, gegenüber S bewegt er sich. Und er liege auf der X'-Achse und X-Achsen, die sind ja parallel. Das heißt also, wir haben hier den Stab liegen, er hat einen Anfang, wenn wir es jetzt in Bewegungsrichtung sehen, Strich und ein Ende. Und die ganze Länge dieses Stabes sei L'. Ja, und wir wollen jetzt wissen, wie lang wird dieser Stab gemessen im System S? Und dazu brauchen wir wieder die Lorentz-Transformation. Wir benutzen den bekannten Ausdruck x' ist gleich Gamma mal x minus v durch c mal ct. Gut, das bedeutet, für diese beiden Punkte, dass wir hier auch eine entsprechende Transformation hinschreiben können. Das heißt also, xa' und entsprechend xe' Okay, damit stehen die beiden Beziehungen da. Die Frage ist jetzt, was ist xa und ta, beziehungsweise xe und te? Und xa und ta sind also Ort und Zeit der Messung des Anfangspunktes des Stabes im System S und xe entsprechend. Jetzt können wir schreiben, L' ist ja xa' minus xe'. Und setzen dann die Ausdrücke, die wir gerade bekommen haben, für die Lorentz-Transformation ein. Das heißt, wir bekommen Gamma mal, den können wir gleich vorziehen, xa minus xe plus v durch c und dann noch die Zeitterme. Da bleibt also übrig c mal ta minus c mal te.
Okay, das ergibt die Länge L'. Und jetzt ist die Frage, wie wir die Messung, das ist jetzt ganz wichtig, wie wir die Messung im System S machen. Ja, und wie würde man das messen? Man misst Anfang und Ende zur gleichen Zeit. Das heißt also, der Stab kommt hier irgendwie angeflogen. Und wir haben ja in unserem Raum S überall Uhren aufgestellt. Und wir protokollieren jetzt sozusagen, zu welcher Zeit Anfang und Ende des Stabes bei welcher Uhr vorbeigekommen sind. Und dann vergleichen wir, aha, zur gleichen Zeit war Anfang hier und Ende hier und so weiter. Gleiche Zeit bedeutet aber, dass TA gleich TE ist. Und das heißt, dieser Term ist dann 0 und es bleibt übrig L' gleich Gamma XA minus XE. Und das ist genau die Länge L im System S. Ja, und wenn wir jetzt das umstellen nach L, dann heißt das, L ist gleich 1 durch Gamma L'. Oder wenn wir es anders hinschreiben, ist gleich Wurzel 1 minus V² durch C² mal L'. Das ist die Formel der Längenkontraktion. Also im gestrichenen System haben wir eine gewisse Länge, meinetwegen einen Meter. Und im ungestrichenen, also in unserem ruhenden System, bekommen wir diesen Ausdruck. Und da das hier immer größer als 0 ist, aber kleiner als 1, ist auch diese Wurzel immer kleiner als 1. Das heißt also, es gilt immer, L ist kleiner oder höchstens gleich L'. Und das ist die berühmte Längenkontraktion. Wenn wir also einen bewegten Maßstab messen und in unserem System Anfang und Ende zur gleichen Zeit messen, dann messen wir eine kürzere Distanz, als dieser Gegenstand im bewegten System hat. Gut, jetzt ist die Frage, Relativitätsprinzip, das muss ja auch umgekehrt gelten. Das heißt, wir legen jetzt als nächstes einen Stab hier rein und betrachten den dann anschließend von S'. Das heißt, wir haben hier die Koordinaten, damit wir das unterscheiden können und nicht durcheinander kommen, kriegen die jetzt noch ein Dach drüber. Also das hier sei jetzt XA Dach und das hier XE Dach. Nur damit wir hier nicht in Konfusion geraten. Und die Länge entsprechend L Dach. Und wir wollen wissen, diese Länge, wie misst sie die sich betrachtet von S' aus? Dazu rechnen wir hier wieder L Dach ist ja gleich XA Dach minus XE Dach. Und dafür setzen wir die Lorentz-Transformation ein, diesmal die Rücktransformation. Wir erinnern uns, die Rücktransformation bestand darin, also X ist gleich Gamma mal X' und jetzt allerdings, da es in die andere Richtung geht, plus V durch C, CT'. Und das bedeutet für unsere Gleichung also hier Gamma mal XA und natürlich setzen wir jetzt auch wieder einen Strich darüber, also X, ein Dach darüber, X Dach Strich minus XE Dach Strich. Und dann
die entsprechende Differenz der Zeiten, also plus V durch C, C, T, A, Dach, Strich, minus C, T, E, Dach, Strich, Klammer zu und die andere Klammer zu. Ja, und jetzt machen wir die gleiche Überlegung wie vorhin. Wir messen im System S' zur gleichen Zeit. Das bedeutet, TA' ist gleich TE'. Damit fällt auch dieser Ausdruck wieder weg. Und wir haben stehen, L' ist gleich Gamma mal XA' minus XE'. Und das ist die Länge L'. Und damit wir es unterscheiden können, das Dach. Ja, und da steht auch dann wieder analog da, L'Dach ist gleich 1 durch Gamma L'. Und da können wir wieder einsetzen. So, das wäre die Lorentz-Kontraktion, die Längenverkürzung in der anderen Richtung gemessen. Und auch hier gilt dann entsprechend, L' ist kleiner gleich L'. Wir haben also einmal diesen Ausdruck und einmal diesen Ausdruck. Und wenn wir uns jetzt das Dach mal wegdenken, dann steht hier, L ist kleiner als L'. Und hier ist L' kleiner als L. Das scheint verwirrend zu sein, aber wir müssen bedenken, was wir gemacht haben. Hier haben wir L', sind wir von L' ausgegangen im System S', im bewegten System, und haben nachgeschaut, wie messen wir es im unbewegten System. Und hier haben wir das umgekehrt gemacht. Hier haben wir den Stab in unser unbewegtes System S gelegt und geschaut, wie wir den Stab messen im bewegten System. Und das ist durchaus kein Widerspruch, ganz im Gegenteil, das ist schön im Einklang mit dem Relativitätsprinzip. Längenverkürzungen werden gegenseitig gemessen. Und damit uns das klar wird, werden wir uns das gleich in einem Minkowski-Diagramm nochmal genauer anschauen. Ja, und hier ist es, das Minkowski-Diagramm zur Veranschaulichung des Problems der gegenseitigen Längenkontraktion. Wir haben, das kennen wir ja schon, hier das Koordinatensystem x und ct. Und dagegen eingezeichnet ist das System x'ct', also das bewegte System. Und zur besseren Orientierung mal noch diesen Lichtstrahl, also den Teil des Lichtkegels x gleich ct. Okay, jetzt legen wir diesen Stab ins System S einer gewissen Länge. Also sagen wir mal, er geht vom Ursprung bis hierher. Und das bedeutet, dass die Weltlinien dieses ruhenden Stabes im System S natürlich senkrechten sind. Das sind also die Weltlinien des Stabes und das hier ist die Länge in der Notation, wie wir es gerade hatten. Das wäre also L' einer gewissen Länge, sagen wir 1 Meter. So, und das bedeutet, im Laufe der Zeit geht also der Stab, er kommt also aus der Vergangenheit und geht in die Zukunft. Er fliegt sozusagen so hier durch im Laufe der Zeit. Okay, soweit im System S für diesen ruhenden Stab. Wenn wir jetzt sehen wollen, wie dieser Stab im gestrichenen System aussieht, müssen wir zunächst einmal sehen, wie groß die Längen
Wir hatten das beim letzten Mal behandelt, wie groß die entsprechenden Abschnitte auf den Achsen sind, wie sich das also hier verhält. Dazu brauchen wir die Hyperbel, die also hier durch diesen Punkt geht. Das heißt, hier diese Hyperbel für konstante Abstände in der Raumzeit geht also irgendwie so asymptotisch hier dran und natürlich hier unten auch entsprechend weiter. Das ist ja symmetrisch bezüglich der x-Achse. Ja, was heißt das? Das heißt, dass diese Länge hier dieser Länge entspricht. Wir hatten gesehen, durch diese Eichung der Achsen, dass wir also eine solche Länge, das gleiche ist wie diese Länge. Das ds² ist genauso groß. Mit anderen Worten, diese Strecke hier entspricht, wenn der Stab ruhen würde, auch dieser Länge L Dach. Vom System S' aus messen wir aber auch gleichzeitig. Und gleichzeitig im System S' heißt, zu gleichen Zeiten und gleiche Zeiten in S' sind praktisch Ereignisse, die hier auf der X'-Achse liegen oder auf Parallelen davon. Das heißt also, was wir messen, ist im System S' ist die Länge von hier bis hier. Also dieser Abschnitt hier, der ist L'. Und der ist kurioserweise hier in dem Diagramm kürzer als dieser Abschnitt. Möchte man gar nicht denken, weil das ist ja ein rechtwinkliges Dreieck und gewiss ist diese Hypotenuse länger als diese Kathete. Aber was wir gesehen haben, wir müssen die Abstände ja eichen mit dieser Hyperbel. Das heißt also 1 hier oder L hier entspricht L hier. Und das ist das Zeichen, dass also in dem anderen System L' kürzer gemessen wird als im unbewegten System S. Ja, und das Ganze können wir noch umkehren. Wir nehmen jetzt also diese Stablänge, wenn wir also umgekehrt diesen Stab im gestrichenen System betrachten, also von hier bis hier, das wäre also die Länge L'. Ja, und wie messen wir die im System S? Nun, da brauchen wir Parallelen dazu. Die Weltlinie von Anfang haben wir ja hier und die vom anderen Ende ist parallel dazu. Das heißt, das Ganze ergibt sich so. Ja, und da sehen wir das entsprechende Ergebnis. Diese Länge hier, L', wird gleichzeitig in S gemessen und da ist es natürlich wieder kürzer als L'. Ja, also nur dieser Abschnitt. Das hier, von da bis da, das ist die Größe L. Ja, wir sehen also hier, was gehört zusammen? Das Rote, das wäre L', ruhend im System S'. Und von S aus gemessen die Verkürzung L. Und umgekehrt, wenn wir den Stab in S ruhen lassen, hier grün dargestellt, wird er verkürzt, hier blau dargestellt, im System S' gemessen. Also wir haben gesehen, mittels dieses Diagramms, dass also die Längenverkürzung, die Längenkontraktion, die Lorentzkontraktion gegenseitig wirksam ist. Und es ist nur eine Frage der Gleichzeitigkeit. Gleichzeitig messen wir hier oder wir messen gleichzeitig hier und dadurch kommen eben unterschiedliche Ergebnisse zustande. Ja, diese gegenseitige Längenkontraktion, die wir wechselseitig messen zwischen den beiden bewegten Initialsystemen, führt uns natürlich zu einem Problem, zu einem Paradoxon, das ich mal als Garagenparadoxon bezeichnet habe. Es gibt auch andere Begriffe dafür.
Kommen wir gleich darauf zurück. Worum geht es? Stellen wir uns vor, wir haben ein Auto. Das Auto misst von vorn bis hinten exakt 5 Meter. Und wir haben dazu eine Garage oder irgendwie ein Gebäude, das also vorn und hinten eine Tür hat. Und der Platz in dieser Garage ist auch exakt 5 Meter. Das heißt also, wenn wir das Auto vorsichtig hereinrollen, die Tür ist zu, dann kriegen wir hier die vordere Tür auch zu und es passt also nicht ein Blatt Papier vorn und hinten zwischen Auto und Tür. Also ganz exakt passt das. So. Und jetzt stellen wir uns vor, wir öffnen beide Türen und fahren das Auto raus und kommen also mit einer ordentlichen Geschwindigkeit dieses Autos angefahren. Und je größer die Geschwindigkeit des Autos ist, desto kürzer ist die Länge des Autos im Garagensystem. Längenkontraktion. Umgekehrt geht es natürlich auch. Der Fahrer misst die Länge der Garage auch kürzer. Und die Frage, die sich nun stellt, passt das Auto für einen kurzen Moment in die Garage? Oder anders gefragt, ist es möglich, wenn also das kurze Auto hier reinfährt, für einen Augenblick oder für eine kurze Zeitspanne wenigstens beide Garagentore geschlossen zu halten, sodass sich das Auto hier drin bewegt und dann öffnen wir wieder rechtzeitig, um keine Katastrophe zu verursachen? Das sollte möglich sein aus Sicht des Garagensystems, weil das Auto ja verkürzt ist. Aus Sicht des Autos sollte das nie möglich sein, weil die Garage ja viel zu kurz ist. Es ist nicht möglich, dass vorn und hinten gleichzeitig geschlossen ist. Und das ist das Garagenparadoxon oder auch das Stab-Rohr-Problem, ob also ein Stab in ein Rohr passt oder irgendetwas durch eine Scheune durchfährt und so weiter. Gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür. Ist nicht so bekannt wie das Zwillingsparadoxon. Ja, und die Auflösung dieses Paradoxons, das nehmen wir jetzt gleich vor. Wir betrachten jetzt mal als Beispiel den Umstand, dass also die Geschwindigkeit V 0,6 c sei, also 3/5 c. Wie groß ist dann Gamma? Nun, Gamma ist ja eins minus v Quadrat durch c Quadrat hoch minus 1/2. Ja, und das können wir jetzt mal für diesen schönen runden Wert abschätzen. Das heißt, es kommt sogar exakt raus, wie wir gleich sehen werden. So, 3/5 ins Quadrat sind 9/25. 1 minus 9/25 sind 16/25. Und hurra, auch aus 16 können wir wieder die Wurzel ziehen. Das heißt also, die Wurzel aus 16/25 sind 4/5 und hoch 1/2, also der Reziproke noch, das heißt Gamma ist 5/4, also 1,25. Ja, und das bedeutet für uns, wenn also die Länge der Garage 5 Meter ist, dann bedeutet das im gestrichenen System, im Autosystem, also die Länge der Garage im gestrichenen System ist dann 1 durch Gamma mal 5 Meter und 1 durch Gamma ist genau 4/5. Das heißt, wir bekommen hier 4 Meter. Also die Länge der Garage aus Autosicht sind nur 4 Meter, nicht mehr 5 Meter, aufgrund der hohen Geschwindigkeit. Umgekehrt gilt das genauso. Die Länge des Autos im gestrichenen System, im Ruhsystem des Autos, sind 5 Meter und die Länge des Autos im Garagensystem, also im ungestrichenen System, 1 durch Gamma mal 5 Meter, gibt auch 4 Meter. Also das durchflitzende Auto ist aus Sicht der Garage nur 4 Meter lang.
sollte also gut möglich sein. Und um das zu betrachten, schauen wir uns jetzt wieder das entsprechende Minkowski-Diagramm an. Das habe ich hier mal vorbereitet. Das ist im Moment ein Wirrwarr von Linien, aber das erklärt sich relativ einfach. Wir haben also zunächst hier wieder die Basisachsen x und ct. Und gleichzeitig haben wir das so gelegt, dass das hier die Weltlinie des vorderen Garagentors ist. Also dort, wo das Auto praktisch ankommt aus der Richtung. Und das hier ist die Weltlinie des hinteren Garagentors. Also das ist praktisch die Garage in der Zeit im ruhenden System. Ja, und wir haben uns jetzt verständigt, dass wir entweder die beiden Tore mal kurz gleichzeitig schließen, wieder öffnen. Wir können das auch ein bisschen abändern, das kommt aufs Gleiche raus. Das heißt, das hintere Garagentor lassen wir gleich von Anfang an zu und öffnen es dann rechtzeitig, damit das Auto nicht dagegen kracht. Das heißt also, hier in der ganzen Zeit ist das Tor zu, ist geschlossen. Wann wir es öffnen, da kommen wir gleich dazu. Das vordere Garagentor lassen wir auf, aber wenn das Auto drin ist, machen wir es kurz zu und sehen dann, ob das passt. So, wie sieht das jetzt aus? Das ist also die Länge der Garage und wir haben gerade ausgerechnet, dass die Länge des Autos, also das wären hier praktisch die 5 Meter, und die Länge des Autos, das sind also die Weltlinien von Front und Heck des Autos, dass das nur 4 Meter sind. Also gleichzeitig ist immer das im Garagensystem. Ja, also das Auto kommt hier immer gleichzeitig aus der Vergangenheit hier und das geht dann auch so weiter. Das messen wir also im Garagensystem. Ja, und tatsächlich entdecken wir hier, haha, das ist ja das, was wir erwartet haben, das Tor hier hinten, das können wir zulassen, bis kurz bevor die Front des Autos dieses Tor erreicht. Also hier öffnen wir wieder. Dürfen wir nicht vergessen. Umgekehrt schauen wir uns das vordere Garagentor an. Hier ist das Auto noch nicht komplett drin, aber ab diesem Moment ist das Auto komplett drin. Das heißt also, einen kleinen Moment später, ab hier, sagen wir mal, können wir das schließen. Also ab hier machen wir das vordere Garagentor zu. Ja, und wir sehen in der Tat praktisch zwischen diesem Moment und diesem Moment, also in dieser Zeitspanne, ist das Auto komplett, also Auto komplett in der Garage. Wunderbar. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze aus Sicht des Autos an. Das machen wir jetzt mal blau. Was bedeutet Gleichzeitigkeit aus Autosicht? Gleichzeitigkeit bedeutet alle Linien, die parallel zur Achse x' sind. So, das heißt also, das Auto in diesem Diagramm ist also im gestrichenen System so lang. Und vorher war es hier. Und vorher war es hier. Und vorher war es hier. Und später ist es hier und so weiter. Ja, und was heißt das? Wir sehen also aus Sicht des Autos, das fährt ja praktisch hier entlang, aus Sicht des Autos kommen wir hier an. Zunächst mal sieht er, aha, das Garagentor ist geschlossen. Und kurz bevor es crasht, öffnet sich das Garagentor, der sozusagen an dieser Stelle haben wir den Fall, dass also das Auto sozusagen am hinteren Garagentor schon wieder ein Stückchen rausguckt und im vorderen Garagentor noch nicht ganz drin ist.
weil die Garage ja verkürzt ist. So, und dann fliegt das Auto hier weiter und dann wird also das vordere Garagentor geschlossen. Das heißt also, das Auto fährt wunderbar durch die Garage hindurch und das Rätsels Lösung ist, wie schon bei den Stäben, die Frage der Gleichzeitigkeit. Das ist die Krux, das muss man beachten. Gleichzeitig im Garagensystem ist es möglich, die Tore einen Moment lang beide geschlossen zu halten. Gleichzeitig im Autosystem passiert das aber gar nicht. Das heißt, das Auto rast zu, sieht das hintere Garagentor sich öffnen und wenn es schön durch ist, geht das hintere Tor oder das vordere Tor geht dann zu. Also das Paradoxon ist eigentlich gar keins. Es löst sich wunderbar auf. Die Relativitätstheorie stimmt. Wir wollen uns abschließend noch mit ein paar Zahlen befassen, mit einigen numerischen Werten. Hier habe ich mal eine Tabelle mit einigen numerischen Beispielen vorbereitet. Was haben wir aufgetragen? V durch C, also den Anteil der Geschwindigkeit an der Lichtgeschwindigkeit. Der entsprechende Gamma-Faktor bekommen wir gleich. Und Theta, das war dieser Winkel zwischen den Koordinatenachsen und den Weltlinien des bewegten Systems. Also zwischen C und CT', beziehungsweise zwischen X und X'. Beginnen wir mal mit einem Wert von 30 km pro Sekunde. Das sind also 0,0001, also 10 hoch minus 4 V durch C. Warum wir den Wert wählen, sage ich dann gleich. Das ist, kann man ausrechnen, wenn wir das also einsetzen, 1 minus 10 hoch minus 4 ins Quadrat, das ist also 1 minus 10 hoch minus 8. Und wenn wir darüber wieder die Näherungsformel einsetzen, bekommen wir also hier 1 plus 5 mal 10 hoch minus 9. Also eine 1, dann kommen 8 Nullen und dann kommt eine 5 und noch irgendetwas. Okay, das ist also nur ein ganz kleiner Effekt, offenbar. Und hier der entsprechende Winkel ist ganz minimal. Ja, also das sind ein paar Bogensekunden, die das öffnet. Ja, bei 10% der Lichtgeschwindigkeit sieht die Sache schon anders aus. Bei 10%, jetzt muss ich spicken, haben wir Gamma 1,005. Okay, ein halbes Prozent macht dieser Effekt aus. Ist noch nicht so berauschend. Bei 50% macht das 1,15 aus. Und immerhin sind dann die Achsen schon 26,5 Grad geneigt. Es ist ja praktisch, die Achsneigung ist ja der Tangens dieses Winkels, also dieses Verhältnis, also der Tangens dieses Winkels ist das Verhältnis von V durch C. Ja, und wenn wir uns der Lichtgeschwindigkeit wirklich nähern, dann wird es interessant. Für 0,9 haben wir ungefähr 2,3. Und für 99% der Lichtgeschwindigkeit, da ist das dann also schon 7,1. Also ein Stab, der mit 99% der Lichtgeschwindigkeit vorbeifliegt, ist dann nur noch ungefähr ein Siebtel so lang. Und je mehr wir uns der Lichtgeschwindigkeit nähern, umso größer wird natürlich dieser Faktor Gamma. Das ist klar, weil 1 minus V² durch C² wird dann praktisch immer kleiner und das Reziproke davon natürlich entsprechend größer. Und hier nochmal die Winkel und es ist klar, in dem Minkowski-Diagramm nähern wir uns praktisch immer mehr der Linie x gleich ct, also dem Lichtkegel an. Gut, ja, das sind also einige Beispiele. Man sieht also eindeutig, die großen Effekte passieren erst so wirklich, wenn man also nah an die Lichtgeschwindigkeit herankommt. Das wird uns im Weiteren noch einige Male beschäftigen. Und vielleicht noch ein Wort zu diesem Wert hier. Also 30 Kilometer pro Sekunde, das ist also die Geschwindigkeit, ungefähr also 29, irgendwas, der Erde beim Umlauf um die Sonne. Ja, also praktisch eine astronomische Einheit mal 2 Pi, das ist also der Umfang der Bahn, geteilt durch ein Jahr. Da kommt man auf ungefähr 30 Kilometer pro Sekunde.
Und das überlasse ich jetzt mal allen, die das möchten, das mal auszurechnen, wie groß ist die Längenkontraktion für diesen Wert. V gleich 30 km pro Sekunde. Wie groß ist dann also, sagen wir mal, der Durchmesser der Erde? Also, Durchmesser der Erde sind ungefähr 12.700 Kilometer. Und man sollte doch einfach mal ausrechnen, um wie viel der Erddurchmesser verkürzt ist in Bewegungsrichtung der Erde für einen außenstehenden Betrachter, dem also die Erde vorbeifliegt. Ja, damit sind wir beim Thema Längenkontraktion und das entsprechende Paradoxon im Prinzip durch. Es gibt noch mehr Fälle, die man konstruieren kann. Darauf möchte ich nicht weiter eingehen. In der nächsten Vorlesung gehen wir auf den anderen Effekt ein, auf die Zeitdilatation und das entsprechende Zwillingsparadoxon. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.